Ich hatte nämlich was ganz Bestimmtes vor. Bei der Umsetzung bin ich sehr gespannt. Vor allem, also das Dach werde ich noch nicht bauen, das verkrafte ich noch nicht. Ja. Ey. Blödes Schaf. Der ist ja nicht Schwein. Oh, das war unsere erste Axt. Gut. Hier geht's weiter. Lala, ja, lebt denn der alte Holz. Ne, warte. Das. Wir lassen uns hier in diesem Let's Play nicht Holz micheln. Nein, also. So viel Niveau habe ich dann schon noch, dass wir auf den Holzmichel gerne verzichten können. Da gibt es Lebensgenossen, die im Wald wohnen, die mir da sehr sympathischer sind. Wie zum Beispiel die Hexe aus Hänsel und Gretel, ja. Die wohnt auch in einem Wald und ist mir doch sehr viel sympathischer als der Holzmichel, der seine Kinder, weil er sie nicht mehr ernähren kann, in den Wald jagt. Zur Hexe. Ich meine, die hat die wenigstens durchgefüttert, auch wenn die Absicht dahinter war, sie aufzuessen. Sie hat die Kinder immerhin gefüttert, ja. Mit ihrem Lebkuchenhaus da. Und sie hat auch für Hänsel gut gekocht. Was da so im Märchen steht, also mal abgesehen, dass die. Sag mal, kann es sein, dass hier die Wiese nicht so saftig ist wie hier drüben? Gibt es? Oh wow. Ja. Schön, wie übersichtlich der Debug-Screen ist. Ah ja, ich wollte, glaube ich, irgendwann mal ganz am Anfang noch, so am Anfang der Folge, wollte ich erwähnen, was in diesem Update überhaupt dazugekommen ist. Soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, gab es hier das erste Mal einen neuen World Generator. Das heißt, ab dieser Version könnte es sein, dass wir an eine Küste kommen, wo es auf einmal sehr, sehr senkrecht nach unten geht. Oder nach oben. Wir werden sehen, in welche Gefilde wir kommen. Und es gibt Biome. Leider weiß ich nicht, welche Biome es gibt. Aber es gibt Biome. Und das ist schon mal Grund zu feiern genug. Es hieß auch wirklich, es ist vom Biome die Rede. Das heißt, Landschaft wird spezifisch generiert und nicht mehr so komplett random wie in vorherigen Versionen. Da wurde einfach alles wahllos hintereinander geklatscht. Mal da und dort ein Baum. Dann gab es Riesenbäume, die überall, also diese Riesenbäume, die einfach überall stehen. Ich weiß nicht. Aber ich finde das nicht so toll. Wenn ich jetzt noch dran denke, dass ich hier die ganzen Bäume Laub abfällen muss. Heieiei, ach du meine Güte. Alter, ich sehe doch hier schon den großen Baum. Wollt ihr mich verarschen? Es ist. Oh mein Gott. Oh je, es ist. Oh Mann. Und ich benutze eine Axt zum. Ja. Den Baum hebe ich mir zum Schluss auf. Also echt jetzt. Oh, hier ist auch noch so ein Teil. Ich mag keine Riesenbäume. Okay, warte, dafür war doch der Sand im. Ja, wow. Dafür hatten wir den Sand im Inventar, um uns in solche Bäume hier reinzus. Alter, ich vergesse immer, dass da auch eine Axt ist auf diesem Slot. So, oh hoppla. Da sind wir im Baum nach unten gefallen.
Sag mal, nach welcher Logik hier auch das Holz in den Bäumen verteilt ist. Das sind doch nicht mal richtige Äste. Das Holz ist einfach nur irgendwo, damit die Blätter nicht... Ja, genau. Da, vor allem, damit die Blätter nicht despawnen. Ha, guter Witz, Mensch. Die despawnen ja auch so gut. Und so viel. Deswegen sieht das hier auch so chaotisch aus. So. Ja, wir sehen das mal positiv. Holz haben wir jetzt nach dieser Aktion gehen. Oh, ein Ei. Ein Ei. Oh mein Gott, 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 ein Schaf. Ja, nanu. Okay, gut. Das war eine Mega-Höhlentour, du. Ja gut, hier geht's auch nicht weiter. Ah doch, hier geht's raus. Schön. Ah Gott, ich glaube, ich wollte zu einem Baum hier. Ja, RIP in Axt. Schön. So, es wird auch gleich wieder Nacht. Ja, man kann mir sagen, was man will, aber hier ist doch das Gras viel grüner als da drüben. Das ist faszinierend. Und zu dieser wunderschönen Pianomusik. Suchen wir Baumstämme. Vergleich das mal. Dieses Grüne ist bei weitem nicht so saftig wie da drüben. Stellt sich nur die Frage, warum? Und wenn ja, wie lange bleibt das denn so, dass das hier so ein gelbes Grün ist? Keine Ahnung. Sehen wir dann. So. Ah, Tatsache, hier ist sogar noch ein Baumstamm. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht gesehen in der... im Vorbeigehen. Oh Mensch, du, ich freue mich schon, die ganzen Blätter da vorne oben wieder. Ah, Gott. Ich glaube, ich will das eigentlich gar nicht wirklich sehen mit den Blättern. So. Oh, hier ist noch mal Holz. Holz, Holz, Holz. Ja, ja. Das Holz. Irk. So. Wir könnten einen riesigen Wald an... Ah, nee, warte. Das lassen wir lieber mal. Ja. Ach hier. Jede Menge Wald. Und sehr viel Nacht. Ach Gott, das war ja... Da hat mich das Spiel überlistet. Jetzt bin ich doch in einen Riesenbaum geraten. Der anscheinend gar nicht so riesig ist. Gehen wir hier doch wieder runter. Und... Ach Gott, hier ist ja noch einer. Meine Güte.
vor allem so ein großer. So. Dap, dap, die dap. Okay. Forschung geht ja wieder zu einer Tiefe. Wir arbeiten uns jetzt hier immer auf diese Art und Weise durch den Baum durch. Ist doch viel schöner. So. Okay, damit sind wir jetzt auch schon tatsächlich da, wo einst ich nicht mehr auf normalen Wege hinkam. Schön. Wo ist hier eigentlich noch Holz? Oh Mann. Gut. Wow. Alter. Hier sind noch ein paar Bäume. Ein schönes Überraschung, die sind nicht mal groß geworden. Ich glaube, ich zünde das einfach wirklich halt an. Mir erscheint nichts sinnvoll. Das heißt ja doch, an das, was ich von der Hand rankomme, da kann ich ja vielleicht noch mich dazu überwinden, dass zu versuchen mit der Hand abzubauen, aber eigentlich will ich das jetzt nicht unbedingt, ne? Ich denke, es ist wirklich sinnvoller, hier Brandrodung dann zu betreiben. Noch dazu, weil ich mich halt überhaupt nicht mehr auskenne, wo überhaupt hier was ist. Ja, da vorne ist noch Holz. Oh mein Gott. Solche Holzfarmen sind doch immer wieder was Schönes, wa? Gott, ich weiß, das habe ich das letzte Mal gemacht, als ich ein riesiges Feld angelegt habe und da Zäune drunter gepackt habe in der Beta 1.7. Mein Gott, das waren auch noch Zeiten. Das war noch das, wo ich halt wirklich gemerkt habe, dass allmählich die Luft bei mir raus war. Auf der, das ist die besagte Singleplayer-Welt tatsächlich. Von der ich vorhin auch schon geredet habe. Kommen wir dann zur 1.0-Version eventuell hineinsehen. Gut, ich glaube, dass war's jetzt an Holz. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch und holen unser Zippo. Machen hier mal ein kleines Feuerwerk. Das ist schöner. Das Einzige, was ich halt hoffe, ist, dass zumindest Feuerausbreitung funktioniert. Wenn schon kein